wir haben einen Startlauf gut erledigt, wie ich gesehen habe. Es sind fast nur lachende Gesichter gewesen. Ein toller Startlauf im Festjahr, 20 Jahre Start. Ich freue mich sehr, dass wir so viele Teilnehmer hatten, aus nah und fern. Und insbesondere unser Dynamo Seiring, unser Laufsportverein, hat sich wieder von der allerbesten Seite gezeigt. Und man sieht es, es wird von Jahr zu Jahr interessanter. Es kommen, glaube ich, auch schon von weit her die Leute. Ja, also es sind nicht nur aus Österreich, sondern auch aus dem Ausland Laufsportgäste bei uns. Und es freut uns sehr, dass über unsere Grenzen der Stadt hinaus dieser Lauf schon so eine Bekanntheit erlangt hat. Und ich glaube, es kommt da gut an, dass es jetzt wieder durch einen Bauernhof geht. Im Stadtzentrum zu laufen, in kleineren Runden, ist auf jeden Fall besser als eine große Runde im Gelände. Heute ist es den Läufern auch sehr zugute gekommen, denn es war sehr windig und da war der Lauf zwischen den Häusern, wo es ein bisschen mehr windgeschützt ist, sicher besser als draußen auf dem freien Feld. Da sage ich schon recht herzlichen Dank und wir freuen uns schon auf den nächsten Stadtlauf. Ich auch und das Motto lautet für nächstes Jahr auch Keep on Running in Gerersdorf. Dankeschön. Der vierte Gerersdorfer Stadtlauf, den wir heuer wieder im Ortskern stattfinden lassen. Und mich freut ganz besonders, dass es uns heuer wiedermals gelungen ist, die Streckenführung durch einen Bauernhof verlaufen zu lassen. Da gab es ja letztes Jahr leider einige Probleme. Das haben wir heuer wieder geschafft, beziehungsweise der Veranstalter, der Christopher Wettje, hat das in unserem Auftrag, im Auftrag der Stadtgemeinde Gerersdorf geschafft. Und das hat man jetzt schon mitbekommen, wenn man da durch die Teilnehmermengen gerannt ist, denen Läufern gefällt das sehr, sehr gut. Ja, das ist bunt gemischt. Ne? Also man kann sagen, von den Kleinsten hin bis zu den Ältesten der Gemeinde. Das ist historisch so gewachsen. Also uns war ja ursprünglich, oder dem ursprünglichen Gründer dieses Stadtlaufes, unserem Bürgermeister Alexander Walter, war immer wichtig, dass die Kinder ganz massiv eingebunden werden. Aber das ist in jeglichen Belangen bei ihm so und bei uns so. Und ja, das haben wir natürlich klarerweise fortgeführt und das gibt es bis heute, bis 2019. Und das wird es klarerweise auch weitergeben, dass die Kinder bei uns ganz speziell einen ganz speziellen Platz auch im Gerersdorfer Stadtlauf haben. Ich glaube, das ist eine neue Route, also die alte neue Route, weil es war schon einmal, dass man durch einen Bauernhof gelaufen ist. Ich glaube, das bringt es. Ne? Ja, das ist irgendwie so, wie soll ich sagen, ein Wiedererkennungsmerkmal für den Gerersdorfer Stadtlauf. Es gibt da mittlerweile österreichweit derart viele Laufveranstaltungen, wo man natürlich dann schon versuchen muss, durch einige Feinheiten sich von den anderen Laufveranstaltungen abzuheben, denn schlussendlich muss man den Lauf und die Laufstrecke und das Ganze rundherum ja auch für den Läufer attraktiv gestalten. Und das hat schon einen gewissen Flair, wenn man da durch so einen historischen Bauernhof durchlaufen kann, denn, und das ist auch nicht, kann auch nicht unerwähnt bleiben, dass für viele das vielleicht ganz unüblich ist, dass man mal in einem Bauernhof mittendrin steht und da haben sie halt bei uns in Gerersdorf, beim Gerersdorfer Stadtlauf die Möglichkeit dazu. Aber jetzt sieht man, in Gerersdorf, da wird viel Sport gemacht und da geht das Gerersdorf ist sportlich. Ne? Gerersdorf ist eine Sportstadt, sagen wir immer. Das stimmt doch wirklich so. Also es werden ja jegliche Sportarten bei uns unterstützt, ob das der Volleyballplatz ist, näher beim Badeteich, ob das der Gerersdorfer Turnverein ist oder auch unter anderem eben unsere Läufer im Zuge des Gerersdorfer Stadtlaufs, aber auch die ganzen Fußballvereine, die wir in Gerersdorf haben. Ja, da geben wir uns wirklich Mühe, denn schlussendlich ist es auch in der Zeit wie dieser ganz wichtig, Sport zu unterstützen und vor allem auch die Jugend zum Sport zu bringen. Alles klar. Dann sage ich dir schon recht herzlichen Dank und ja, bis zum nächsten Stadtlauf. Ja, wir sehen uns 2020 wieder. Vielen Dank, pfiat euch. Ja, der Gerersdorfer Stadtlauf ist zu Ende. Wir warten nämlich auf die Siegerung. Der angenehme Teil für, glaube ich, alle Beteiligten. Ja, auf jeden Fall. Also nach dem harten Laufen da, die vielen Runden, ist natürlich die Siegerung dann die Belohnung für die Läufer. Ja. Wie zufrieden kann man sein mit diesem heutigen Tag? Ja, auf jeden Fall sehr zufrieden. Also wir haben schönes Wetter gehabt und viele, viele Teilnehmer sind dem Aufruf gefolgt, beim Gerersdorfer Stadtlauf wieder mitzulaufen und viele Kinder auch wieder. Also und wir haben einen neuen Rekord bei den Staffeln, also ich glaube über 30 Staffeln, wenn dieses Mal dabei ist, schon eine tolle Summe. Wenn man sich so die Zeiten anschaut, die waren durchwegs alle recht gut, ne? Ja, waren super, obwohl ein paar Passagen, habe ich gehört, waren ein bisschen windig heute, aber trotzdem war sonniges Wetter, also sehr, sehr, sehr gut. Also man kann sagen, ein erfolgreicher Startlauf. Ja, ich denke schon, war wieder sehr erfolgreich.
Ja, wir haben zwei Vertreter von Dynamo Sayring da. Der Gerersdorfer Stadtlauf, klar, darf ohne Dynamo Sayring gar nicht stattfinden. Nein, das ist uns auf alle Fälle Anliegen, speziell von den Kinderläufen her, dass wir das mitbetreuen und mitgestalten. Es ist ja nicht der einzige Lauf, was ihr habt. Ihr habt seinen eigenen auch in Sayring, das ist der Kinderlauf. Ne? In Sayring haben wir den Sayringer Dorferinnerlauf, der findet jedes Jahr im Juni statt und nächstes Jahr am 13. Juni. Und das ist ein reiner Kinderlauf. Da in Gerersdorf zu laufen, hat das einen bestimmten Reiz? Na klar, wir haben eine schöne Gegend da bei uns in der Region. Also wir können am Morgfeldkanal laufen, wer es gerne ein bisschen hügeliger hat, dem steht der Bisamberg und der Kallenberg zur Verfügung. Ja, und was mir wichtig ist, als Erste kennt man es meinen, den ganzen Tag laufen gehen, für Kinder unattraktiv. Für uns ist wichtig, laufen ist ja, da gibt es Ausdauerläufe, es gibt das Sprinten, es gibt das Hürden, den Hürdenlauf, es gibt den Geländelauf, es gibt Crossbewerbe. Also wir versuchen da wirklich eine Vielfalt da reinzubringen, dass für die Kinder da auch Abwechslung drin ist, weil einfach nur zu laufen. Und für viele Erwachsene ist das Laufen immer das große Ziel. Der Marathon, der muss es nicht sein. Es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen beim Laufen und es ist herrlich unkompliziert. Das heißt, du kommst von der Schule heim, ziehst die Schuhe an, kannst laufen gehen oder so wie wir eigentlich auch machen, manchmal mal barfuß. Also ganz eine tolle Geschichte, ja. Laufen kann es ja jeder. Lernen, ja. So. Grundsätzlich auf alle Fälle. Wir stellen jetzt nicht den Anspruch, Höchstleistungen zu erbringen, sondern es geht letztendlich darum, die Kinder zur Bewegung zu bringen, zum Sport zu bringen. Und da muss nicht auch jeder der Spitzensportler sein. Absolut. Und damit erstens einmal ist es ja gut für den Körper. Und dann, ich glaube, es ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Naja, es ist das Gemeinschaftsleben, ja. Also es läuft zwar jeder für sich, aber gerade heute haben wir es eher gesehen, Staffelbewerbe, ja, ganz eine wichtige Geschichte und ja, also fördert auch die Gemeinschaft, obwohl es natürlich im Wesentlichen ein Einzelsport ist, ja. Da sage ich schon recht herzlichen Dank und wünsche alles Gute für die weitere Zukunft. Danke. Vierte. Okay. Sehr gut. Den Sieger bei den Burschen. Ganz herzliche Gratulation, Daniel Schnitzer!